willkommen zum nächsten Talk. Der Titel ist, wie man schon sieht, Tools for the Next Generation. Revolution. Und ja, das wird von Christoph Wachter und Matthias Jünke halten, der Talk. Die zwei sind auch noch zu erreichen, anschließend oder die ganze Zeit, bei einem Space, den sie hier haben, im zweiten Hinterhof. Und dann gibt es um 16 Uhr auch noch einen Workshop, da werden sie vielleicht gleich auch noch mal kurz drauf sagen, eingehen. Und ansonsten vielleicht nach dem Talk. Ja, viel Spaß erstmal. Vielen Dank für die Einladung, Matthias, an Karin Harvink und an den Sie natürlich. Tools for the Next Revolution. Die Frage ist, wie wir eben als Künstler hier auch in dieses Feld kommen oder was wir hier tun in den digitalen Kommunikationsnetzen. Und vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Matthias und ich haben 2000 angefangen zusammen zu arbeiten und uns interessierte da eigentlich eben ein Projekt, das auch sehr visuell auch basiert ist. Also von daher ist der Einstieg auch. Damals beschäftigten wir uns sehr stark mit den militärischen Zonen, also mit den Gebieten, die wir nicht betreten dürfen, von denen wir angeblich auch keine Bilder haben. Also sie kennen diese Warnung an den Zäunen und an den Zäunen von militärischen Gebieten. Und mein Hintergrund ist die Malerei, also die visuelle Kunst. Und ich habe mich natürlich sehr interessiert, wie eben das auch vor sich geht mit unserer Wahrnehmung. Wir haben das vertieft in dem Projekt, so Metadict, das wir dann auch auf einer Webplattform hatten. Oder haben, das ist ein offenes Projekt, ein partizipatives Projekt, das wir immer noch betreiben. Aber der spannendste Moment darin war zu Beginn eigentlich, dass kurz nachdem wir das Projekt angefangen haben, 9/11 war. Und damit sich eigentlich auch nochmal die Wahrnehmung der militärischen Gebiete veränderte. Und wir hatten ein ganz einfaches Tool gemacht, in dem wir eben sammelten, die ganzen Bilder, die ganzen Informationen sammelten zu diesen verbotenen Gebieten, weil es natürlich auch um die Machtverhältnisse geht, ganz direkt hier. Und mit dem Sammeln von eben den öffentlich zugänglichen Materialien zu diesen militärischen Sperrgebieten konnten wir eben sehr vieles eigentlich herausfinden, nicht nur über die Gebiete selber, sondern auch über das Verhältnis in unserer Wahrnehmung. Hier sehen Sie so eine Sammlung von Bildern, wie die sich dann zusammensetzen lassen. Und das haben wir dann übersetzt nochmal in 3D-Walkthroughs. Das ist Guantanamo. Und das waren die ersten Ansichten, wo das ganze Gefängnis, eigentlich die ganzen Gefängnisanlagen auf Guantanamo zusammenhängende wahrnehmbar waren. Damals gab es keine Satellitenbilder. Es gab keine Information eigentlich, außer den Propaganda-Informationen. Und im Zusammensetzen von diesen Informationspuzzleteilen gab es dann eben doch Möglichkeiten, das kontinuierliche und zusammenhängende wahrzunehmen. Das Projekt wurde dann auch vorgestellt in der Schweizer Tageszeitung, dem Bund. Die machten eine Beilage darüber, Willkommen in Guantanamo. Und der Redakteur hat uns gesagt, er hätte ein Satellitenbild gekauft von Guantanamo und darauf könnte man dann vielleicht die Gefängnisanlage sehen. Das war dann dieses Titelbild von dieser Zeitungsbeilage und tatsächlich ist das Guantanamo, da unten ist auch die Gefängnisanlage und genau da ist eine dicke Wolke auf dem Bild. Damals wurden die ganzen Satellitenbilder aufgekauft von der amerikanischen Regierung, die frei erhältlich waren und es wurden dann eben nur die weitergereicht, die offenbar eben okay waren. So. Der Sound gehört zur Webseite, ich hoffe, das kann man ein bisschen hören. Das war auch eine unserer Quellen, das war eine Veteranenseite und wir haben diese Seite ein bisschen zu Popularität verholfen. Sie sind 9563 Besucher hatte die Seite da. Normalerweise sind diese Seiten nicht so stark besucht.
Und uns interessierte das Hintergrundbild von dieser Seite, weil da war ein kleines Häuschen am Strand zu sehen. Und es hieß, es gäbe ein Kindergefängnis in Guantanamo, das wäre in einem solchen Beach House angesiedelt. Und wir verglichen dann die Bilder, die wir sonst so gefunden hatten. Hier ein Propagandabild, das für das Recruitment, also für die Soldatenanwerbung kursierte. Und wir sahen hier diesen Strand, den wir vorhin auf dem Luftbild sahen. Und genau da, wo dieses Strandhaus ist, ist jetzt ein grüner Zaun. Das heißt, für uns war das eigentlich ein Hinweis, dass das diese Gefängnisanlage sein könnte. Es könnte das Kindergefängnis sein. Und tatsächlich hat das Defense Department dieses Bild dann umgehend vom Web genommen. Also es ist das Kindergefängnis. So haben wir gearbeitet bei Sonnetterlit, das sind Ausstellungsansichten. Das Projekt ging um die Welt und es gab einige Artikel darüber und Fernsehinterviews überall, in Südamerika, auch in arabischen Ländern und so, nur nicht in den USA. Die haben nie über dieses Projekt berichtet. Hier waren wir dann auch nach Moskau eingeladen worden, zusammen mit Friedrich Kittler und Berlin auf der untersten Zeile. Berlin liegt nicht in der Schweiz, aber sonst war alles toll. Also Sie sind ein bisschen, wie wir gearbeitet haben, uns interessierte eigentlich auch der eigene Teil der Wahrnehmung. Also wie nehmen wir wahr, wie sehen wir die Welt, wie machen wir uns ein Bild von der Welt. Und ein bisschen philosophischer dann, Ludwig Wittgenstein, ein Bild hielt uns gefangen und heraus konnten wir nicht, denn es lag in unserer Sprache und sie schien es uns nur unerbittlich zu wiederholen. Also das, die Fragestellung eigentlich ist nicht erst im digitalen Raum, sondern die Fragestellung ist eine generelle. Was schreibt sich in unsere Sprache, was schreibt sich in unsere Weltsicht, in unsere Vorstellung ein? Wir sind in einem Setting, wir sind bestimmt von einem Setting. Das ist so eine Ausstellung, die wir 2010 im Kunsthaus Dresden machen. Da hatten wir jetzt auch einen Hackerspace und mit dem C3D2 genau, zusammengearbeitet. Damals war Wikipedia gerade gesperrt worden und wikipedia.de Wikileaks natürlich. Ja, das war damals, als das Video veröffentlicht wurde, Collateral Damage, und die US-amerikanische Regierung massiv Druck machte eigentlich auf die Domains, und Theodor Reppe, ein Mitglied des C3D2, das ist der CCC von Dresden, hatte die Domain wikileaks.de organisiert, und für eine kurze Zeit war das eine der ganz wenigen noch zugänglichen Domains und Teil dieser Ausstellung. Was uns voran interessierte in dieser Ausstellung oder in unserer Arbeit, sind die Frage, wie komme ich von einem Weltbild in das nächste? Das ist auch das, was man als Revolution bezeichnet. Nämlich dann, wenn wir plötzlich eine ganz andere Idee haben von dem, wie die Welt aufgebaut ist, was die Welt ist. Es gibt da eine schöne historische Ansicht dazu, das ist die kopernikanische Wende, das ist wie der Mensch aus der flachen Welt in das neue Weltsystem reingeht, in der die Welt dann plötzlich eine Kugel ist und nicht mehr im Zentrum der Welt steht. Und so verstehen wir auch Revolution, also Revolution nicht nur als politische Revolution, sondern die Frage ist, was wird überhaupt die nächste Revolution sein? Wird das eine technische sein, eine soziale, eine kulturelle? Die Tools for the Next Revolution, die wir hier vorstellen, beschäftigen sich eigentlich mit der Frage, ob wir das Ganze nicht einfach ganz anders sehen können und ob die Entwicklung eigentlich, auch die technologische Entwicklung und das gesamte Machtdispositiv, in dem wir uns befinden, in der digitalen Kommunikationsgesellschaft, zwangsläufig so ist. Ja,
einen solchen Paradigmenwechsel oder eben, dass eben diese Revolutionen nicht rückwärts auch wieder vorstellbar sind. Also wir kommen wirklich in eine andere Welt, in eine andere Situation. Und jetzt im Digitalen sieht man das zum Beispiel sehr gut an der Situation 2009 mit der Green-Revolution im Iran, die damals propagiert wurde. Und auf Twitter, der damals noch relativ neuen Plattform, waren dann eben viele Anhänger dieser Revolution, die ihre Profile auf grün schalteten. Und Al Jazeera hat dann später irgendwie das analysiert und meinte, 60 dieser Profile wären tatsächlich aus dem Iran gewesen und die ganze Kommunikation war in Englisch und nicht in Farsi, wie sie sein müsste, um revolutionsrelevant zu sein. Und das sind eigentlich so die interessanten Situationen. Also wir sind in einer spezifischen Sicht, wir sind in einer spezifischen Weltanschauung verankert und wie können wir von der einen Welt in die andere blicken oder wie können wir eben ein Stück weit auch gewahr werden, in was für einem Setting wir sind. Ja, wenn wir über das Internet sprechen, dann ist so die gängige dann ist die gängige Darstellung des Internet meist so eine Wolke und das macht es auch ganz angenehm. Heute spricht man auch über die Cloud und das heißt einfach, um das Internet, da muss man sich gar nicht kümmern, das ist ein Space, der ist weltweit und alle, die da irgendwie dranhängen, die sind alle genau gleich angeschlossen an dieses Internet. Tatsächlich ist das aber nicht so. Im Internet haben wir eine technische Infrastruktur, wir sind geratet, geroutet, gefiltert und natürlich zum Teil auch zensiert. Was bedeutet, dass wir alle eine sehr, sehr spezifische Ansicht innerhalb dieses Netzwerkes haben. Und vielleicht beginnen wir einfach damit, dass wir dieses Netzwerk mal kurz aufzeichnen in einer bisschen komplexeren Darstellung als jetzt an der Wolke. Also uns hat halt interessiert, dass wir wirklich an verschiedenen Stellen irgendwie unterschiedliche Sichtweisen haben und die Frage halt dann ist, wie kommt diese Sichtweise zustande, was können wir überhaupt irgendwie erahnen, was die anderen sehen und das Internet, ja, wenn wir das so mal versuchen zu skizzieren, dann hätten wir innen so eigentlich diese Backbones und dann das wäre so der innere Core des Internets. Also die Backbones sind die großen Traffic-Leitungen, das heißt da, wo meist auch international eigentlich der Traffic durchgeht. In Frankfurt steht da so ein Zugangspunkt. Und daran sind dann eben die verschiedenen Server-Provider und so weiter, bis wir dann hier wahrscheinlich nochmal einen Server für die KHM haben und dann oder jetzt eben über den Internetzugang auch über den VPN nach Berlin haben. Also, ja genau, ich weiß nicht, ob du das jetzt so richtig abbildest. Also eben am Backbone würde dann natürlich der Internet Service Provider hängen, wenn es ein ordentlicher ist. Und danach vielleicht die Hochschule oder so, die dann wieder hier unser Internet bereitstellen könnte. Und jetzt sind wir hier aber noch in ein bisschen komplexeren Setting, weil wir noch einmal durch das gesamte Netz geroutet sind. Aber das ist eigentlich dann, ja, da könnte man da schon vom Overlay-Netzwerk sprechen. Das gucken wir uns jetzt nicht an. Gehen wir mal von der einfachen Struktur aus und jetzt sehen wir, dass die verschiedenen Sachen halt eben an verschiedenen Orten stattfinden. Also diese YouTube-Zensur, die hier, also Abschaltungen und so weiter, Ausblendungen, die hier in Deutschland stattfinden, sind einmalig. Also es ist, auch, ich glaube, auf YouTube und bei Google ist Deutschland immer noch Weltmeister im Abschalten. Ich glaube, das gehört mit dem Gerichtsurteil. Also wir sehen hier auch andere Sachen, das ist eine Löschung von einem chinesischen Blog, da wird tatsächlich dann das File auf dem Server, japanisch natürlich, genau. Nach Fukushima wurden hier Sachen zensiert über die Messwerte und die Aufräumarbeiten. Das ist eine tatsächliche Löschung hier, eine chinesische Webseite, das ist das Wikipedia.
Genau. In China wird nicht angezeigt, dass zensiert wird, sondern es kommt ein... Also es ist ein Screenshot von uns, den wir 2007 gemacht haben. Muss man sagen. Und das ist für alle, die das nicht lesen können, das ist die Default-Ansicht des Internet Explorers auf Windows XP, wenn er die Seite gar nicht kriegt. Das heißt, er sagt, hier muss irgendein Netzwerkproblem bestehen. Das heißt, das ist eine Zensur, die sich nicht anzeigt und nicht sagt, hallo, da bin ich jetzt zensiert, sondern das ist einfach so, vielleicht geht es nicht. Und das war auch lange Jahre eigentlich immer die Argumentation von China. Sie sagten ja, wir sind eine Nation im Aufbau und manchmal haben wir halt Netzwerkprobleme. Dummerweise waren das immer dieselben Sachen. Gerne bei westlichen Nachrichtenseiten und, oder bei Wikipedia oder so gab es dann diese Netzwerkprobleme. Genau. Im Unterschied dazu eine iranische Seite, hier wird es angezeigt, dass man zensiert ist oder hier Bahrain. Und hier eben die Google-Löschungen in Deutschland, die sind dann immer noch so klein irgendwie angezeigt, aber es gibt nicht sehr viel Information darüber. Und also wenn wir jetzt da unser ein bisschen komplexeres Internet angucken, dann ist halt jeder diese Cola-Dosen oder dieser Rechenzentren ist natürlich jeder Punkt da drin, ist so quasi auch ein Punkt, wo wieder Entscheidungen getroffen werden müssen über das Netz, aber halt auch getroffen werden können. Das heißt, an jedem dieser Orte kann man zensiert werden oder halt irgendwie anders geroutet und kann man anderen Content kriegen. Das ist jetzt eine Löschung, die halt dann direkt von auf einem Server selbst stattfinden würde von Twitter. Das heißt, wir haben nicht überall im Netz dieselben Möglichkeiten, dieselben Sachen zu sehen oder auch uns gleich auszudrücken. Und das meiste darauf ist eigentlich halt wortbasiert. Das heißt, es läuft über Wortfilter auf verschiedenen Ebenen. Und was da so passieren kann, können wir mal angucken. Eine eher für Angler spannende Seite ist die Seite Bass Expert, das heißt, ist für Barschfischer, Bass ist der Barsch. Und diese Seite, die wurde zensiert, weil halt in der URL dann das Wort Sex drin vorkam. Ja, das war das Bild, das aufgeschaltet wurde, als wir 2007 in China waren. Und das soll so quasi die Sicherheit im Netz auch zeigen. Das heißt, da gibt es sehr wohl auch die Polizei und der Staat, der da für Ordnung sorgt. Und da kann man auch draufklicken und Sie etwas melden. Sie sind Freund und Helfer und man kann Sie anklicken und dann direkt irgendwie denunzieren, wenn etwas nicht korrekt ist. Uns hat das sehr interessiert, eben, dass wir eben spezifisch an spezifischen Punkten sitzen in diesem Netz und uns hat das interessiert eben. Und wir kreisen dann halt physisch noch an den anderen Punkt, um eben diese anderen Zugänge auch zu erleben, aber auch den Umgang damit. Also wieso gehen die Leute überhaupt aufs Internet, wenn sie so stark zensiert sind und so weiter. Und damals auch schon völlig klar, dass das eine sehr enhanced, also eine sehr ausgefeilte Zensur ist und auch amerikanische große Firmen im Hintergrund stehen. Und uns war das eigentlich zu dieser Zeit vollkommen klar, dass das nicht das Ende ist, sondern der Anfang einer Geschichte. Und das galt dann auch so, dass das chinesische Regime galt so als hinter dem Berg, ne? Und das wird ja alles wegkommen, wenn da mal erst Informationsfreiheit ist, also Internetzugang. Und eigentlich ist es umgekehrt, weil das sind nicht eben diese alten Männer, die da irgendwo so ein bisschen abdrehen, sondern es ist wirklich ein sehr komplexes System, das sie da eingerichtet haben mit dieser chinesischen Firewall. Uns hat sehr stark interessiert, wie kann ich mir denn ein Bild machen davon, wie das Netz irgendwo anders aussieht. Also ich habe meist das Problem, dass wenn ich im Internet bin, dann habe ich ja nur meine Ansicht. Wenn das jetzt aber nicht überall gleich aussieht, wie kann ich denn wissen, was mein Gegenüber vielleicht irgendwo am anderen Ende der Welt sieht. Und aus diesem Grund haben wir Pikidae entwickelt. Pikidae ist eigentlich so ein ganz einfacher Bilderproxy,
kann man sagen. Das heißt, es ist eine Zensurumgehungssoftware, die ohne Verschlüsselung auskommt und einfach bilderbasiert ist. Wir können das mal kurz angucken. Genau, jetzt. So, ach, du bist da gar nicht im Netz. Ja, das Internet kommt gleich, ja? So. Okay, also. Nicht. Ja. Jetzt wollen wir das mal da. Okay, das war alles. Das ist die Webseite. Genau, das ist die Webseite, die hat da so einen Eingabeschlitz, da kann ich jetzt irgendwie was angeben. Jetzt kann ich da mal irgendwie. Okay. So, wenn ich das eingebe, dann wird dieses Wort, diese URL hat verschlüsselt tatsächlich, die wird an den Wiki-Server gesendet. Der Wiki-Server ruft die Webseite auf und macht einen Screenshot davon und schickt uns die Webseite wieder zurück. Das ist alles noch nicht so aufwendig und gleichzeitig analysiert er deshalb auch die Webseite und packt so die Formularfelder und die Links wieder dorthin, wo die gewesen sind. Das heißt, ich habe hier ein Bild, das wieder die Links drauf hat, allerdings nur über Referenzen und ich kann jetzt hier auch was suchen. Ja, das ist richtig. Wird jetzt wieder verschlüsselt dahin geschickt. So, und hier sind wir und das heißt, ich kann hier jetzt auch diese Links anklicken und kann über diese Bilder im Netz sich bewegen und herumsagen. Eine ganz einfache Geschichte, wenn wir also hier Wortfilter jetzt in China direkt auch auf den Macphones laufen haben, dann haben wir eben mit Pikide irgendwo am Netz einen Pikide-Server hingestellt und liefern uns jetzt tatsächlich ein Bild von diesem Ort. Also, weil es läuft nicht mehr durch diese Webfilter, durch diese Wortfilter dann, sondern ist als Bild eben auch eine Form der Kodierung. Und wir können uns tatsächlich ein Bild machen von einem anderen Netzzugang. Das ist eben genau, so hier, das ist jetzt dieser Screenshot, den ich da vorher rausgezogen habe. Das heißt, das ist das Bild der Webseite, das mir zugesendet wurde. Und da drauf hat jetzt halt irgendwie der Server einfach wieder die Links und alles gepackt. Das Pikide wurde zu einem Community-Projekt, wurde auch stark benutzt in China und in vielen Ländern und lässt eben so beispielsweise die BBC-Seite jetzt hier im Screenshot so von der Seite in China, wie sie zugänglich war damals und über Pikide dann eben diese Abbilder der Seite. Es ist ein Community-Projekt und da haben auch Leute Werbung gemacht, aber es geht nicht nur um Werbung, sonst da kann man tatsächlich auch mitmachen, kann so selbst Pikide-Server aufsetzen oder kann halt auch Pikide-Proxys aufsetzen. Da gibt es ein zweites Netz darüber. Pikide-Server ist ein bisschen aufwendiger, muss man so selbst so einen Server haben und da was rumschrauben, aber vielleicht hat man nur ein bisschen Webspace mit irgendwie der PHP-fähig ist oder so, da kann man sich ein Skript reinlegen und schon wird die eigene URL dann so quasi so ein Zugangspunkt zum Pikide-Server und somit, wenn so ein Pikide-Server dann zensiert ist, was üblicherweise sehr schnell geschieht, hat man noch ganz viele andere Adressen, damit er weiterhin seine Arbeit verrichten kann. Das war übrigens gerade ein Plakat für Pikide, hier das kleine, das ist der große Firewall und unten die Adresszettel wie mit Pikide, mit neuen Pikide-Adressen. So. Also es war so, auch dass natürlich das Medium gewechselt wird, dann, um das zu kommunizieren. Wangji hat das vorgestellt an seinem Dissident. Genau. So, eben, das ist, Pikide ist keine Webseite, hier in Magri, sondern es geht wirklich darum, eben auch
zu überlegen, welche Art der Bebilderung wir da selber haben, vor uns haben und wie wir eben damit umgehen. Wir haben mit Pikide eben viele Kontakte gehabt, in aller Welt aufgebaut und mit den Leuten damals vor allem auch, zuerst vor allem auch aus dem Tibet, zusammengearbeitet und mit ihm dann auch unser nächstes Projekt aufgelegt, das heißt New Nations. Und hier haben wir Top-Level-Domains für Kulturen, die eben nicht im nationalen Machtdispositiv etabliert sind oder repräsentiert sind, haben wir dann so nochmal ihre eigenen Top-Level-Domains aufgestellt. Das ist ein Piratenprojekt, das ist nicht von ICANN supported, aber wir sind dann mit OpenNIC in einem total unabhängigen Root-Name-Space drin und da gibt es über 200 Tier-2-Name-Server auf der ganzen Welt und über die kann man diese Top-Level-Domains erhalten. Also auch dieses Projekt eigentlich zeigt die Machtverhältnisse im Netz und was dahinter steht, die ICANN und wie das organisiert ist, aber eben auch, wie sich eben hier auch bestimmte Formen der kulturellen oder politischen Selbstbehauptung gar nicht mehr etablieren können, weil eben diese ganze Situation dominiert ist in bestimmter Art und Weise. Hier auch Ausstellungseinsichten. Und aber über die Frage, also die waren jetzt all, die Projekte waren jetzt netzgebunden und dadurch kamen wir natürlich immer auch zur Frage, was, wenn kein Netz da ist oder was bedeutet die Abhängigkeit vom Netz? Die Abhängigkeit eben einerseits vom Internet oder vom Mobilfunkbetreiber und so. Und mit Hornet haben wir eigentlich ein unabhängiges Netzwerk aufgestellt. Ja, Colnet haben wir 2011 zur Entwicklung begonnen, aus der ganz einfachen Überlegung, wie können wir selbst mit unseren Geräten, die alle Wi-Fi-fähig sind, ein Netzwerk aufbauen, wenn wir nicht das Internet so verwenden möchten oder es nicht verwenden können. Weil wenn wir irgendwie miteinander chatten würden, selbst wenn wir da irgendwie Java verwenden oder so, würde das wahrscheinlich zuerst dann irgendwie ins Internet gehen, der ganze Netzverkehr, selbst wenn wir alle hier im selben Raum sitzen und dann wieder zurückkommen und auf die einzelnen Geräte gehen. Mit Callnet machen wir ein Wi-Fi-Mesh-Netzwerk. Ein Mesh-Netzwerk ist ein Netzwerk, in dem die Geräte so vermascht sind. Das heißt, jedes Gerät ist einfach mit all den Geräten verbunden, die es über Wi-Fi sehen kann, das heißt, die in dieser Reichweite sind. Und es kann aber auch mit anderen Geräten im Netz die kontaktieren, die über ein anderes Gerät wiederum verbunden sind. Das heißt, jedes Gerät in diesem Mesh-Netzwerk ist auch Teil der Infrastruktur und routet die Pakete somit weiter. Das sind die politischen Internet-Shutdowns seit 2007. Die politischen Gründe, dass man kein Internet mehr hat, sind aber nicht die einzigen Gründe, dass es kein Netz mehr gibt. Zum Beispiel da war nach dem Hurricane Sandy in den USA Millionen von Leuten ohne Strom und somit auch ohne Netz. Es gibt auch in Deutschland Fälle, wo man vielleicht lieber ohne Netz wäre. Wenn man zum Beispiel an einer Demonstration ist und die Handys ausgespitzelt werden. Es gab auch in den UK öfter Versuche, Teile oder das ganze Netz abzuschalten. Also die BlackBerry-Dienste wurden während Demonstrationen auch mal abgeschaltet. Ja, bis hin eben zu den Fragen, wie eben auch bei Drohnenangriffen Deutsche betroffen sind durch Geheimdienstinformationen, die über Netz- und Handyangaben eben zustande kommen. Also hier war das auch die Frage, was weitergegeben wurde an Informationen über deutsche Staatsbürger. Oder eben auch die Abschaltungen, die auch von spezifischen Stellen vorgesehen werden bereits.
Und das ist eben der Spalte eigentlich ein Call, ein Netz aufzubauen ohne Abhängigkeit von einem mobilen Funkprovider. Ja, Callnetz ist drei Dinge in einem. Es stellt zum einen die Infrastruktur bereit, das heißt, wenn ich Callnetz starte, dann konfiguriert es bei meinem Gerät den Wi-Fi-Anschluss, es öffnet das Wi-Fi, es startet das Routing-Protokoll, es konfiguriert mir die Netzwerkschnittstelle mit einer IP-Adresse und dann startet es die Netzwerk-Services wie Voice-Chat, wie Text-Chat, File-Sharing, User-Discovery und gibt mir dieses zeitgleich dieses Interface, sodass ich über das Netzwerk kommunizieren kann. Wir haben weiter da nicht alle Geräte leider den IBSS-Mode unterstützen, obwohl das ein Wi-Fi-Standard ist. Das wurde vor allem bei mobilen Geräten ein bisschen entweder nicht vollständig implementiert oder komplett rausgenommen. Zum Beispiel Android, da hat Google den IBSS-Mode von Anfang an nicht supported. Die Gründe dafür liegen im Dunkeln. Es gibt Spekulationen darüber, dass man Angst hatte, dass die Leute so quasi dann einfach alle eine Internetverbindung verwenden und die so quasi teilen über den IBSS-Mode, anstatt dass jeder selbst so eine Flatrate kauft. Bei iOS ist er auch nur teilweise nutzbar. Über diesen anderen Access Point kann man da trotzdem zugreifen. Wir haben zudem natürlich das Problem, wenn wir jetzt ohne Netz sind oder das Netz nicht verwenden wollen, wie können wir dann ein Netzwerk aufbauen? Wir haben deshalb so diese virale Weitergabe implementiert. Das heißt, jedes Gerät, das CallNet drauf hat, das kann automatisch auch die Clients weitergeben. Das hat ein Captive Portal. Wenn man sich da einwählt, dann kommt man auf das Captive Portal, kann von da die Software runterladen und kann wiederum Teil dieses Netzwerks werden. Das heißt, man kann eigentlich mit einem Gerät, das irgendwo steht und CallNet drauf hat, kann man dieses ganze Netzwerk beginnen. Eine Frage ist immer, wie weit kommen wir mit einem Wi-Fi? So die normalen Geräte wie Mobiltelefone oder Laptops oder so, die kommen im Freien 200 Meter. Wenn irgendwelche Sachen dazwischen stehen, ist es natürlich viel weniger weit, weil Wi-Fi nicht durch Glasscheiben, die beschichtet oder irgendwie Wände oder Bäume oder so durchgeht. Das können wir erweitern mit Antennen, die werden wir auch im Workshop vorstellen und basteln. Das ist unser Rekord. Im südchinesischen Meer, auf dieser Insel da. Eine unbewohnte Insel, 3,5 Kilometer vor der Küste. Unsere chinesischen Freunde mit einer selbstgebastelten Antenne. Und Mit diesen Antennen erweitern wir den Radius von diesen Netzwerken. Wir haben diese Netzwerke an verschiedenen Orten aufgebaut in den letzten Jahren, also in informellen Siedlungen in Frankreich, rund um Paris. Gibt es Gesetze, dass Leute ohne polizeiliche Anmeldung, ohne festen Wohnsitz, ohne Bankkonto keinen dauerhaften Internetzugang haben. Internetzugang ist aber ohnehin sehr wichtig, weil beispielsweise eben Betriebssysteme gar nicht mehr laufen, wenn sie nicht regelmäßig Updates haben. Man kann sie gar nicht installieren, wenn man keinen Netzzugang hat. Also gerade bei Ubuntu ist das ein großes Problem. Linux Mint hat da ein bisschen das verbessert. Wir haben dann erste Projekte gemacht, auch um so ein... sehr rudimentären File-Transfer zu machen. Also das Fahrrad kann dann so Aufgaben erledigen, ne? Und die Leute damit durch Paris fahren, weil es gibt immer wieder offene Wi-Fi-Feeds. Da war dann das ein Raspberry Pi auf dem Fahrrad so konfiguriert und
dass er dann sich einwählen konnte bei den offenen Wi-Fis und da dann diese Tasks abarbeitete. Und zu Hause am Desktop-Computer konnte man dem Fahrrad, wenn das zu Hause stand, dann Tasks geben, die es dann abarbeitete. Also interessant ist, dass eben in informellen Siedlungen, in auch sehr prekäre Lebenssituationen eigentlich heute digitale Geräte da sind. Das sind natürlich veraltete Geräte, es sind Geräte, die gerne auch eine Spider-App haben oder so, aber es sind Geräte, die eigentlich dort funktionieren und die Anbindung deshalb oder die Nutzung dieser Geräte war deshalb eben sehr spannend, auch dann in einem Nachbarschaftsnetz oder eben im Zusammenschalten dann auch wieder der verschiedenen Geräte und hier eben, wie wir das erst machten mit dem Fahrrad und dem FBI und dann aber auch als Nachbarschaftsnetze hier eine informelle Siedlung in Saint-Denis im Norden von Paris und das Nachbarschaftsnetz dazu mit diesen Büchsenantennen. Das haben wir in verschiedenen solchen Siedlungen gemacht, hier in Ris-Orangis im Süden von Paris. Hier ein Kulturzentrum in Montreuil, das wir angebunden haben an eine informelle Siedlung. Und es war sehr toll mit den Leuten, weil sie wirklich sehr stark da mitarbeiten können und ihre Vorstellungen auch realisieren konnten, eben von dem Netzwerk, also was nun wichtig ist, Beispielring beispielsweise war sehr bedeutend. Und da an einem Ort haben sie sich eine Riesenantenne gebaut, weil sie hinter einem kleinen Wäldchen waren, um da drüber hinwegzukommen. Das war ein sehr spannendes Projekt auch für uns. Ja, und dann die Verbindung da in die Nachbarschaft und von da auch ein Internet-Sharing. Allerdings hat das einen politischen Impact auf dieses Projekt, weil die informellen Siedlungen wirklich sehr prekär sind, auch im politischen Sinne. Also eine dieser Siedlungen, die wir jetzt eben gesehen haben, wurde dann im April letzten Jahres zerstört und die Leute wurden vertrieben. Also diese Situation auch hier eben, dass eben die Information darüber, kommunikativer Austausch über die Situation sehr wichtig ist und hier dann das Resultat eben von diesen Zerstörungen und Vertreibungen jetzt auch auf das Netzwerk wieder bezogen. Das ist eine zerstörte Büchsenantenne, die wir da nachgefunden haben. Wir haben auch in Deutschland die Situation, dass Leute ausgeschlossen sind natürlich. Hier haben wir mit Leuten in Freiburg, in Breisgau, in einem Asylwohnheim ein Netzwerk aufgebaut. Spannend war unsere Erfahrung in der Türkei. Wir haben hier auch Hackerspace mit Leuten gearbeitet und uns überlegt, wie eben unabhängige Netzwerke hier aufgestellt werden können. Eines der großen ambitionierten Ziele ist es, über den Bosporus mit den Büchsenantennen zu kommen. Und während unserer Zeit da weil die Abschaltung auch von YouTube, Twitter und so weiter. Aber übrigens da auch dann auf der DNS-Ebene, dass sie den ganzen DNS-Traffic hijacken. Also das sind sehr spezielle Formen auch der Zensur gewesen, die wir so nicht gesehen hatten davor. Die wurde auch neu eingeführt, als wir gerade da waren, letzten Frühjahr zu den Lokalwahlen. Vorher konnte man noch freie DNS-Server verwenden und von einem Tag auf den nächsten wurde der ganze Port 53 einfach nur noch von Regierungsservern beantwortet, egal was man da eingestellt hatte. Das heißt, für einen selbst sah es immer noch so aus, als würde man mit dem eigenen oder dem freien Nameserver sprechen. Die Antworten, die waren aber alle zensiert und von der Regierung gestellt. Wir arbeiten da jetzt auch noch mit den Leuten in der Türkei, Easy Park Edition, also wohin das Internet auch abgeschaltet wurde oder der ganze Kommunikationstraffic dann abgeschaltet wurde während Demonstrationen.
kurz noch zu einer Installation, die wir Ende letzten Jahres in Berlin im Regierungsviertel gemacht hatten. Die Schweizer Botschaft hat uns eingeladen, unsere Projekte vorzustellen. Ich glaube, sie haben sich in Diaabend vorgestellt oder so. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, wir würden eigentlich ganz gerne unsere Projekte da zeigen. Und die Schweizer Botschaft steht direkt neben dem Bundeskanzleramt. Und wir fanden, das sei eigentlich ein guter Ort, um auch mal da ein unabhängiges Netzwerk auszuprobieren. Und wir haben uns noch die Akademie der Künste an Bord geholt, weil die genau zwischen den Horchposten des GCHQ und der NSA stehen. Und wir haben da auf dem Dach dann eine Antenne aufgebaut. Hier die Antenne auf der Schweizer Botschaft mit Blick auf das Kanzleramt. Und das ist eben dieser Horchposten der NSA. Und dazwischen dann in unserer Antenne. Hier beim Fernmoderator, da bin ich auf der Akademie, diese Antenne. So. Genau. So. Nee, die waren nur für einen Monat da. Ja, hier sind sie in direkt hinten dran. Also wir hatten eine 360-Grad-Abdeckung und auch Langstreckenlinks. Das heißt, es war alles vernetzt und jeder konnte da über dieses vom Internet unabhängigen Wi-Fi-Netzwerk Messages senden und es wurden insgesamt über 15.000 Messages über dieses Netzwerk gesendet. Und natürlich hatten wir auch eine sehr gute Connection zur NSA und zum GCHQ. Und wer die Frequenzen abhört, der hört vielleicht auch zu. Und so konnte man da so quasi diese Messages auch direkt dahin senden. Ja, die Abendstimmung und dann gehört. Ja, das war das Netzwerk. Es gab dann dazu auch noch politische Diskussionsveranstaltungen hier mit Tesche Joost, Christian Ströbele, Sondheimer vom Spiegel, der da diese Story mitentwickelt hat, war auch dabei, der Schweizer Datenschützer. Und es war, das Spannende eigentlich war auch, dass hier alles vollkommen legal ist. Und die waren auch total überrascht, weil es ist ja mitten da im Bankkreis im Berliner Regierungsviertel und da gibt es ein eingeschränktes Demonstrationsrecht und ein eingeschränktes Versammlungsrecht. Also es ist eigentlich darf nur demonstriert werden, wenn niemand da ist, wenn keine Session ist und so. Und das war dann so die Diskussion, wobei Herr Ströber sich nicht sehr sicher war, ob das jetzt wirklich eine gute Aktion sei oder nicht und ob die denn wirklich legal sein könnte. Wir haben auch große Ehre vom Council of Europe. Dem Europarat. Dem Europarat, genau. Eine Auszeichnung gekriegt, 2013 war das. Und haben da eine kleine Veranstaltung gemacht in der informellen Siedlung und der französische damalige Innenminister hat nichts Besseres gewusst an dem Tag, als eine Gegenveranstaltung zu machen, nur 2 Kilometer davon entfernt, um seine Roma-Politik der Vertreibung nochmal zu manifestieren und die Presse dann zu ihm zu kriegen, obwohl wir gar keine Presse eingeladen hatten. Also hat er nicht gewusst wahrscheinlich. Jedenfalls hat er da seine Agenda umgestellt und da großen Bahnhof gemacht. Und auch die Chinesen haben nicht so Freude gehabt an uns, jedenfalls hätten wir eine Einladung gehabt nach und konnten leider nicht hinfahren, weil wir nicht mehr nach China einreisen dürfen. Ja, also das Spannende ist eigentlich, um das so ein bisschen zurückzubringen, eben, dass das natürlich eben aus einer künstlerischen Untersuchung kommt, was wir hier tun, ist aber natürlich auch mitunter vielleicht sogar ein guter Hack. jedenfalls bleibt es eigentlich illegal, bleibt es in diesem Untersuchen und wenn die Politik dann so darauf zurückgreift, greift sie dann eben auch auf die Untersuchungen aus dem künstlerischen Kontext zurück und das, glaube ich, ist sehr interessant, weil sich beispielsweise der französische Innenminister da dann auch in die künstlerischen Freiheiten einmischt, so direkt und dazu eine Gegenveranstaltung macht. Das hat ziemlich Furore gemacht in Frankreich.
und auch Besorgnis ausgelöst. Wir haben hier auch ein paar kleine Antennen aufgebaut. Das geht hier über das Haus rein, weil wir dann im zweiten Hinterhof sind und dann nachher auch noch gleich einen Workshop machen werden, wo wir mehr auf dieses unabhängige Netzwerk eingehen. Wer Lust hat, kann da gerne vorbeischauen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Christoph Wachter und Matthias Huth. Ich hoffe, ich habe es nicht verwechselt. Ich fand, das war ein sehr spannender Vortrag. Ich weiß nicht, ob hier viele Fragen sind. Wenn viele Fragen sind, haben wir leider nicht mehr viel Zeit dafür. Dann müsstet ihr mit den beiden mitgehen und um 16 Uhr zu ihrem Workshop gehen, zum Mesh-Aufbau. Ich denke, das ist auch sehr spannend. Ja, wir hatten hier Fragen. Okay, einen bekommen wir, glaube ich, hin. Oder zwei. Hallo. Ich wollte fragen, ob das Mesh-Netzwerk auch benutzt wird. Also ich meine, diese Long-Distance-Links verstehe ich sehr gut, aber das Mesh ist es schon, also wird es irgendwo benutzt, weil Wi-Fi geht ja wirklich nicht so weit. Und ich glaube, an das Mobilfunk kommt man nicht an die Chips ran, sondern das geht technisch noch nicht. Ist das schon nützlich oder ist das eher Proof of Concept? Je nachdem. Es ist sehr nützlich, man kann es verwenden und es wird auch verwendet für ganz spontane Situationen, aber auch für, wenn man sich jetzt irgendwo trifft und eine Veranstaltung macht, also sehr oft auch irgendwie an Krypto-Partys oder solchen Sachen, das wären jetzt die eher kleinen Begebenheiten, wo man sich alle im selben Raum aufhält. Aber natürlich, wenn man die Langstreckenlinks hat, kann man da eben halt auch größere Teile zusammenstellen. Und wenn man irgendwo ist, wo man so quasi nur ein Nachbarschaftsnetzwerk aufbaut, ist das sehr, sehr praktisch, wenn jedes Gerät sich direkt ranhängen kann und man da keine Kabel nehmen muss. Also gerade in den informellen Siedlungen wird das sehr stark verwendet. Okay, hier war noch eine, jetzt wird auf die nächste gezeigt. Eine gebe ich gerade noch. Vielen Dank für den super Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Die erste knüpft ein bisschen an, an den Vorredner. Und zwar frage ich mich, ob ihr eure Arbeit seht als mehr symbolisch, sozusagen, dass ihr Probleme aufzeigen wollt, strukturelle Probleme, die ja partiell zwar praktische Lösungen sind, aber. Oder versteht ihr das, dass es wirklich reelle technische Anwendungen sind, die dann auch nachhaltig zu Lösungen führen? Oder mehr symbolisch? Das war die erste Frage. Und die zweite Frage, ich fand es ganz aufregend, wo ihr überall unterwegs wart in der Weltgeschichte. Wird das über Künstlerförderung finanziert oder sind das mehr politische Organisationen, die mich anmachen? Okay. Zum Ersten, unsere Projekte sind eigentlich Experimente. Experimente, an denen jeder teilnehmen kann. Und wenn Andy Warhol oder Beuys gesagt haben, jeder ist ein Künstler, bedeutet das eigentlich auch, dass man selbst als Künstler somit nicht mehr die Möglichkeit hat, da irgendwie weltlich vorzugehen. Das möchten wir auch nicht. Und deshalb sind es Experimente, wo jeder wirklich seine eigene Meinung eigentlich so bilden kann. Es sind aber deshalb auch Tools, die man konkret verwenden kann, weil erst wenn ich irgendwas an der Hand habe, um etwas auszuprobieren oder vielleicht das so eine Möglichkeit eröffnen, wie es auch anders sein könnte, erst dann kann ich tatsächlich real auch damit beginnen, rumzuspielen. Und so zum Ersten und zum Zweiten werden wir hauptsächlich von Kunstinstitutionen eigentlich eingeladen, meist in einer Verbindung mit einer Ausstellung oder mit einem ganz konkreten Projekt vor Ort. Diese Schweizer Botschaft, das war das erste über den Europa gab, das war eigentlich auch Kunst, die Kunst- und Kultursparte da drin. Ich glaube halt, dass es kein Symbol gibt dafür, für diese Zerrissenheit quasi oder diese Separierung. Und deshalb können wir nur Tools machen, die das einlösen, was wir untersuchen. Also es fällt zusammen, das Symbolische und das wirklich überwinden, wirklich etwas herzustellen. Und wohin das genau führt, also ob es genau unsere Applikation diejenigen sind, die dann
die sind, die überall benutzt werden. Das, glaube ich, ist gar nicht so relevant, weil es eigentlich, es muss mehrere Versuche geben in dem Feld und wird sich dann das ein oder andere wird dann in der einen oder anderen Form überleben. Die Projekte haben einen Eigenweg, das ist eben das Schöne. Ja, dann nochmal danke für den Vortrag. Alle weiteren Fragen müssen wir jetzt wahrscheinlich leider auf direkten Kontakt oder so etwas vertagen, nachher jetzt auch den Workshop. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da viele Leute hingehen werden nach diesem Vortrag. Nochmal den Applaus bitte.